Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von einem Let's Play von mir. Heute schlagen wir wieder mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Zu einem stelle ich euch ein neues Flugzeug vor. Zum anderen begeben wir uns heute einfach mal eine Runde über Athen. Besser gesagt über Flytampa Athen. Eine Szeneriedarstellung inklusive Flughafen der Gruppe Flytampa. Und wir werden mal schauen, was wir da heute so zu sehen bekommen. Ich habe auch noch keinen großen Rundflug gewagt. Habe mich auch noch nicht großartig mit unserem neuen Flugzeug befasst. Aber wir werden uns heute mal mit der Cessna Skymaster befassen. Schauen wir uns mal kurz den Geier von außen an. Sieht natürlich ganz amüsant aus. Ein sogenannter Schulterdecker mit zwei Propellertriebwerken. Einmal ein Fronttriebwerk und einmal ein Hecktriebwerk. Hergestellt ist sie natürlich aus der Familie Cessna und wurde zwischen 63 und 80 produziert. Wurde überwiegend zivil, aber auch militärisch genutzt. Ja, hat ein Zentralschubsystem, wie man so schön sagt. Wie man ja sieht, vorn und hinten hat es ein Triebwerk, ist ein Schulterdecker, weil er ja die Tragflächen oberhalb hat. Bietet recht gute Aerodynamik und wurde insgesamt 2678 Mal gebaut. Davon 356 Mal mit einer Druckkabine, was auch recht gut zu erkennen ist, anhand der etwas ründlichen Fenster. Die anderen hatten nicht diese ründlichen Fenster. Und eben dieser Tür, die sich öffnet in zwei Etappen. Also was heißt zwei Etappen? Zwei Klappen. Wir machen einfach mal die Tür auf, sofern sie aufgeht. Ja, sie geht auf. Da sieht man es ganz gut. Das machte die Druckkabine aus, dass es, wie gesagt, zwei getrennte Türchen waren. Hinten sehen wir auch den Laderaum. Ja, was gibt es noch von der Kiste zu sagen? Hat eine relativ hohe Geschwindigkeit. Sie konnte bis zu 332 km/h fliegen. Jeweils mit, ausgestattet jeweils mit einem Continental IO 360 GB Motor mit jeweils 210 PS. Und hatte durchaus auch eine Reichweite von gut 2300 Kilometern. Ja, und konnte unter anderem auch bis zu 5 Passagiere befördern, die dann halt auch nur wirklich von einem Pilot geflogen wurde. Hinten drei, das ist jetzt eine Version, wo nur vier reinpassen. Oder eben drei Passagiere plus dem verrückten Piloten. Und ich würde sagen, wir erkunden einfach mal das sogenannte Flytampa Athen, indem wir uns mal jetzt ins Cockpit reinbegeben. So, hier sieht man es auch natürlich an den Nackenlehnen. Sehr schön geschrieben, Skymaster, die Werbung muss natürlich sein. Ist Vorschrift, hätte ich beinahe gesagt. Ist Pflicht. Ja, Cockpit sehr übersichtlich angeordnet. Eigentlich fast wie überall. Der Variometer, Höhenmesser, die Geschwindigkeitsanzeige, der Kompass. Da haben wir auch da nochmal einen Kompass. Hier haben wir sogar noch unser Thermometer. Wie viel Grad haben wir gerade? Na, so um die 15 Grad. Ach nee, Quatsch. Wir haben Minusgrade sogar. Hm, guck einer an. Ist doch etwas frisch hier. Eine tolle Sonnenblende, wie ich gerade sehe. Auch nicht schlecht. Ach, guck einer an. Hier haben wir unsere Checklist. Also für alles ist gesorgt. So, was haben wir denn noch hier an schönen Sachen? Ja, wie gesagt, hier ein kleines aufklappbares Fensterchen. Tolle Sache. Für unsere Raucher kann er gleich aus dem Fenster aschen, da wir kein Fenster, keinen Aschenbecher haben. Ja, so weiter ist eigentlich nicht viel zu erzählen zu der Kiste. Wie gesagt, wir haben unser Garmin Navigationssystem drin. Heute schon Pflicht, hätte ich beinahe gesagt. Aber ja, soweit ist alles okay, wie bei der Cessna auch. Die klassische Treibstoffanzeige, Temperatur, Öldruck, Zylinderdruck und Zylindertemperaturen und so weiter. Eigentlich im Prinzip nicht wirklich viel Neues. Werden wir mal gucken, wie sie sich fliegt,
und werden mal ein wenig jetzt die Landschaft erkunden, beziehungsweise die Region um Fly Tampa, wie sich so schön nennt. So, da ist auch unser Navigationssystem startklar. Ist eigentlich altbekannt, so wie es auch im FSX Standard ist. Kann man sich ranzoomen, sieht optisch ein bisschen eleganter aus, macht was her. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los und gucken, wo uns die Reise hinbegibt. So, dann starten wir jetzt einfach mal die Triebwerke. Hier sehen wir auch die klassische Anzeige von den Triebwerken. Wir werden jetzt einfach mal Fronttriebwerk starten. Wie wir sehen, die Anzeige bewegt sich. Unser Fronttriebwerk läuft. Das Schöne ist, es fällt eins aus. Wir können immer weiter fliegen, weil wir, wie gesagt, zwei Triebwerke haben. So, hintere Triebwerk ist auch am Start. Würde ich vorschlagen, begeben wir uns jetzt einfach mal zur Startbahn. Wir sitzen jetzt hier auf dem Flughafen nahe von Athen, der nicht wirklich irgendwie was zu bieten hat. Das scheint ja wahrscheinlich der Armut der Griechen geschuldet zu sein, dass sie hier nichts mehr weiter drauf haben. Nur noch der Tower da hinten ist vorhanden. Aber gut, wir werden uns jetzt mal in die Metropole begeben, wo es ein wenig mehr Geld gibt und wo ich hoffe, auch einen vernünftigen Flughafen von Athen zu finden. Und zwar den Hauptflughafen von Athen. Denn Athen hat ja zwei Flughäfen. Hat, wie ich es gerade sehe, das Flugzeug hat sogar Differentialbremsen. Eine feine Sache. So, da kann man natürlich schön. Ah ja. Die normale und die Emergency Checklist. Ah ja, alles klar. Genau, hier haben wir unseren Außencheck. Die normale Checklist, wenn wir mal außen mal rumlatschen. Haben uns erspart, wir haben alles gemacht, die Kiste ist abflugbereit. Hier haben wir die normale Checkliste für den Takeoff und so weiter und so fort. Noch ein paar Tipps zur Landung und zum Start. Naja, kriegen wir auch so hin, würde ich mal behaupten. So, was haben wir denn noch? Wir klicken das Ding einfach mal an, wer weiß, was da passiert. So. Die Ansichten sind natürlich ganz nett. Das ist hier auch eine Version, die ein eigenfahrbares Fahrwerk hat. Die ältere Version hatten dies nicht. Da waren die Fahrwerke starr drauf. Die Beleuchtung ist natürlich auch fetzig gemacht. Schön mit Neonblau, ob man es mag oder nicht mag. Man hat's oder hat's nicht. So. Der Klang ist auch einigermaßen. Sie eiert ein wenig, würde ich beinahe behaupten. Aber wir werden uns jetzt einfach mal ohne größere Starterlaubnis auf die Startposition begeben. Ui. Jetzt weiß ich ja, wofür die Differentialbremsen sind. Na gut. So, dann werden wir mal den Klappen ein wenig Druck geben. Und vom Klang her würde ich sagen, hat sie doch echt so ein bisschen den Sound der Cessna Caravan. Gut. Wir werden jetzt uns mal ins Cockpit reinsetzen. Und heben einfach mal ganz entspannt ab. Fahrwerk einfahren, macht es. Ja, sieht ja richtig aufregend aus. 10.000 Klappen werden aufgeklappt. Fahrwerk fährt ein. Und schon sieht es aus wie die Mars-Sonde. Ab geht da der Peter. Werden wir uns mal jetzt hier über die Berge schaufeln oder auch nicht. Wir fliegen jetzt einfach mal zurück. In der Hoffnung, diesen super tollen Flughafen zu finden. Denn ich kann mich entsinnen, ich bin auch irgendwie übers Wasser mal gekommen, habe dort eine Landung versucht. So, dann haben wir mal die Trimmung justieren, dass wir nicht hier gleich wieder in den Sinkflug gehen. Schließlich wollen wir ja auch nicht extrem steigen, aber wir wollen so fliegen, dass das Ding halbwegs sicher Athen City erreicht. Vielleicht sehen wir die Akropolis, keine Ahnung. Soweit habe ich das alles noch gar nicht ausgelotet. So, wir haben natürlich jetzt gerade wieder einen Strömungsabriss. Passt natürlich. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Ding so halbwegs. Na, noch nicht ganz. Mal gucken, wann wir die eingelotet haben. Noch will sie nach oben ziehen. Gibt man noch ein bisschen mehr hier. Hallo? Ah,
jetzt kommen wir doch der Sache näher. Sehr schön. So. Ja, jetzt tut sich doch schon ein wenig mehr. So, schauen wir uns jetzt nochmal kurz um. Die kmh-Anzeige sieht ganz gut aus. Wir sind jetzt noch bei knapp 90 Knoten. Die Temperaturen sind auch vernünftig. Also wie gesagt, die Kiste sieht so ganz nett aus. Nicht umwerfend, aber ich sag mal, sie fliegt sich eigentlich relativ gut. Ich weiß auch gar nicht, wie die Landung wird. In den letzten Videos habe ich ja bei Lukla auch gerade so die Landung auf die Reihe gekriegt. Das war ja doch mehr brüchig als elegant. Halt, so, genau, dich wollten wir haben. Sagen wir mal gucken, mal ein wenig die Rate verkleinern, wo der Flughafen ist. Ah ja, da ist er ja. Also doch noch über die Berge rüber. Ja, da machen wir jetzt unseren kleinen Flug Richtung Flughafen Athen. Und schauen wir mal, was uns erwartet, wie die Grafik ist, denn FlyTampa verspricht ja, dass die Grafik ein wenig interessanter sein soll. Im Gegensatz zu Aerosoft, weil die doch ein wenig großräumiger gestaltet ist. Was die das Außenterrain angeht, sollen mehr Häuser sein. Ich bin mal gespannt, ob wir die Akropolis sehen können. Da sehe ich schon hinten etwas Interessantes. Das könnte ein Stadion sein oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall sieht das relativ wuchtig aus. Werden wir uns doch einfach mal mit der Kiste dahin bewegen. Und werden uns mal überraschen lassen, was die Grafik bietet. Also die Häuser sehen schon mal etwas vielversprechender aus als unsere standardgrauen Hütten, die wir da so sehen. Und ich denke mal, wir werden das auch ganz gut hinkriegen. Mal gucken, 140, 200, naja, also mit 300, dann sehr gut bei, ja. Ja, das ist auch ganz ordentlich. Haben wir denn hier noch was Schönes, was man zeigen könnte? Ich glaube erstmal nicht. Aber das macht nichts. Hier haben wir noch ein paar Knöpfchen. Ups, das wollten wir jetzt gerade nicht. So, was haben wir denn jetzt geöffnet? Eine Kontrolllampe leuchtet. Haben wir jetzt irgendwelche Öffnungsschlitze geöffnet oder Lüftungsschlitze? Wer weiß, wer weiß. Auf alle Fälle, ich sehe schon den Flughafen, ne? Sehr interessant. Dann werden wir mal wieder ein bisschen runtergehen. Wir wollen ja schließlich was sehen. Da sehe ich eine Arena. Aber ich glaube nicht, dass das die Akropolis sein soll. Das würde ich jetzt für unwahrscheinlich halten. Ich merke gerade, ich bin ein wenig zu schnell. Weil ich habe das gelesen, dass diese Flugzeuge doch recht anfällig sind, was die Zerbrechlichkeit in der Luft angeht. Da sie doch bei Überbelastung relativ schnell nachgeben und auseinanderfallen, was wahrscheinlich auf ein Manko der Herstellung rotiert oder resultiert. Ja, werden wir mal gucken. Da sehen wir ein großes Stadion. Ich weiß gar nicht, hat Athen irgendwas Besonderes? Ich wüsste jetzt nicht, aber wir gucken mal, was das darstellen könnte, sollte oder was auch immer. Autopiloten hat sie natürlich auch, wie wir ja sehen können. In der Mitte den Mode-Selektor. Da haben wir Höhe, Gleitfahrt, Autopilot, Flight Director, Navigation 1 und 2. So, jetzt sind wir da. Was soll das sein? Das sieht mir irgendwie nicht so ganz erklärlich aus. Auf alle Fälle, das Stadion sieht schon mal recht spannend aus. Sieht aus wie ein kleines Velodrom. Weiß gar nicht. Nee, das sieht aus wie ein Fußballstadion. Mit schönem Dach drauf. Irgendwie das Dach wirkt so überdimensional. Na gut. Wir mal wieder hochziehen ein wenig. Damit wir uns jetzt den Flughafen hier tapfer nähern. Und ich denke mal, wir werden auch eine Runde um den Flughafen drehen.
Vielleicht sehen wir da die Akropolis. Oder auch nicht. Also die Häuser, möchte ich meinen, die sind im normalen FSX nicht so dargestellt. Sieht doch recht griechisch schick aus. Was man auch immer darunter verstehen mag. Aber uns interessiert jetzt gerade der Flughafen. So wie wir ja sehen können, die schwarzen Felder, das ist doch recht speicherintensiv. Was dem Speicher doch seine Reserven ganz schön abfordert. Aber gut, wir kriegen das gebacken, das funktioniert. Und wir kriegen auch die Landung, denke ich mal, gut hin. Die Landschaft so sieht nicht jetzt besonders doll aus. Also, ja. Scheint sich wirklich nur direkt auf das Gelände des Flughafens zu beschränken. Ja, wer die Akropolis findet, darf sie natürlich behalten, versteht sich. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier unten noch? Das sieht mir aus wie eine Autobahn da. Oder vom Traktor eingefahrene Spuren. Keine Ahnung, was das sein soll. Also bisher ist die Akropolis mir noch nicht untergekommen. Da das ja hier Athen sein soll, müsste der irgendwo sein. Oder auch nicht. Denke mal, daran haben sie gespart. Mehr wurde nicht freigegeben. Gut. Soll uns jetzt auch nicht weiter tangieren oder interessieren. Wir wollen uns jetzt mal den Flughafen angucken. Auf den Bildern, was man so gesehen hat oder was man sieht, ist er ja recht imposant. Wir werden uns jetzt davon selber mal ein Bild machen, ob der so imposant ist. So, wir schauen uns aber vorher mal hier diese Brücke an. Vermutlich ist das eine Brücke, was die uns zu bieten hat. Und werden uns denn auch, glaube ich, so langsam Richtung Flughafen begeben, um dann mal eine Runde zu drehen um den Flughafen und gegebenenfalls auch eine Landung zu wagen, ohne einen Crash hinzukriegen, wie ich es das letzte Mal immer gebracht habe. War ich natürlich nicht wirklich begeistert von, aber wir kriegen das schon hin. Ah ja, das scheint wohl der Flughafenzubringer zu sein. Daran haben sie gedacht, na, ich bin ja begeistert. So, nehmen wir mal einen Schub ein bisschen runter. Eine Brücke, viele Bäume. Ach ne, es war eine Straße und viele Bäume. Eine Allee. Ja, der Autobahnzubringer oder wie es auch heißen mag, mal gucken, wo er hinführt. Wahrscheinlich wird er direkt auf die Landebahn führen. So, ich höre hier irgendwo im Hintergrund noch ein anderes Flugzeug rauschen. Scheinbar ist auf dem Flugplatz. Oh, was haben wir denn hier? Haufenweise Kreuze, ist das Ding gesperrt? Ich hab doch, wollte gerade sagen, ich habe doch nicht den BWI geladen, wo alles gesperrt ist. So, was haben wir denn da schon? Ein Stinkefinger. Ach nee, ist bloß ein Warnhinweis. Na gut. Gut. Wir sind jetzt soweit. Da ist ja die Landebahn. Scheppern wir mal über die Anlage. Mal ein bisschen langsamer. Na, das sieht doch mal richtig gut aus. IKEA, na, wer sagt's denn? Wenn sie nichts haben, aber IKEA haben sie. Ich bin ja entzückt. Das sieht doch, mein lieber Vater, da hätte sich mal der BBI ein Scheibchen von abschneiden können. Nach Eule wird jetzt sicherlich schmunzeln. Aber das passt schon. Eine rote Ampel sehe ich, na, ist da. Ist doch voll fetzig. Irgendwie sieht das alles etwas genial aus. Das ist doch mal wirklich gelungen. Kann man nicht anders beschreiben, obwohl die Flugzeuggeräusche extrem laut sind. Aber das sieht wirklich, kann man nicht anders sagen. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht, der Flugplatz. Wäre eine Option für das Let's Play mit der Nacheule, doch vielleicht Athen zu wählen. Weil dieser Flugplatz, der hat ja wirklich echt Potenzial, da muss man ja was sagen. So, da stehen die Tankfässer. Mein Rechner ruckelt, der kommt gerade wieder gar nicht hinterher mit der Grafik, aber wir schaffen das. So, die Akropolis haben wir wiederum nicht gesehen. Was kommt denn da? Ist das ein Vogel? Tatsächlich. Ein Vogel. Ist ja fast so groß wie die Cessna, sag mal. Na gut, wir werden jetzt mal eindrehen. Und wie ein Held uns an die Landung wagen. Oder wie ein Held zugrunde gehen, denn kriegen wir das schon irgendwie hin. Gut.
Also wie gesagt, wir sehen, die hat zwei Landebahnen, eine linke, eine rechte. Wir werden uns einfach mal jetzt so ganz spontan eine aussuchen. Welche verrate ich nicht, lasst euch überraschen. War ein kleiner Spaß am Rande. Muss ja auch mal sein, dusselig quatschen wie immer. Und ja, drehen wir doch einfach mal ein. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal. Ein wenig eierig, aber er bringt's. So, runter mit dem Schub. Und wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Die Piste. Wo ist die Piste? Gib sie mir. Da ist er. Alles wieder weggeixelt. Hier wird alles zensiert. Selbst die Griechen zensieren ihre Landebahn. Unmöglich. Aber gut. Für das Let's Play soll es langen. Wir sind auch im guten Gleitpfad, sehe ich schon. Zwei gelbe, zwei rote. Und ein wenig windig ist es hier, stelle ich gerade fest. Na, das scheint wohl die steife Küstenbrise zu sein. Macht die Sache etwas interessanter. So, wir gehen mal noch ein bisschen Schub runter. Hauen mal noch die Klappen ein wenig weiter raus. Müssen ja hier nicht mit 90 oder 100 Sachen runterkommen. Und werden uns dann einfach mal ein Plätzchen suchen, wo wir denn uns hinstellen. Womit dieses kurze Let's Play dann auch erstmal vorbei wäre. Ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dass wir vielleicht irgendeine Tour denn von unserem nächsten Flugplatz aus nach Athen machen, weil es wurde ja auch schon der Wunsch geäußert, dass wir mal in Kreta landen sollen, dann könnte man natürlich von Nizza zum Beispiel, wo wir jetzt uns momentan aufhalten, nach Athen fliegen. Und in einem weiteren Let's Play dann wegen mir von Athen weiter, von Nizza, nee, von Athen dann weiter nach Heraklion fliegen oder nach Chania, ist ja auch ein weiterer Flugplatz auf Kreta. Oh, wir starten gerade falsch rum, landen falsch rum, oder die anderen starten falsch rum, wie man es gerne hätte. Aber das soll uns jetzt nicht weiter irritieren, weil der Tower wird den schon sagen, durchstarten. So, und Touchdown. Das hat doch geklappt. Recht abgewrackt die Piste. Sparmaßnahmen immer wieder. Aber wichtig ist, wir sind unten. So, was mir gerade so ein bisschen auffällt, ist, dass sie doch ein wenig schlingert. Aber was nicht weiter dramatisch ist. So, wir werden mal zusehen, dass wir runterkommen. Von der Bahn mit der A321. Seine Landung ganz entspannt antreten kann. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau. Ja, wenn da Bedarf besteht, dass ihr wollt, dass ihr auf diesem Flugplatz dann in der nächsten Runde landen oder irgendwann dann mal landen, einfach äußern, entweder bei Nacheule oder bei mir. Und der Verweis auf das nächste Let's Play, was ja Nacheule jetzt erwähnt hat in seiner Ankündigung fürs Wochenende, das wird dann bei mir auf dem Kanal stattfinden. Und damit ich auch mal sagen kann, mein Let's Play mit Nacheule und nicht immer nur ein Let's Play von Nacheule mit Egon. Denn auch ich möchte mal Lorbeeren ernten. Und ja, so. Genau, so machen wir das. So nicht anders. Habe ich das einfach mal so beschlossen und was ich beschließe, ist Tatsache oder auch nicht. Wenn es verworfen wird, ist es natürlich nicht mehr Tatsache. So. Das war, wie gesagt, jetzt so dieser kleine Rundflug mal. Ihr habt mal was von Flight Tampa gesehen. Fragt mich bitte nicht, was das kostet. Auf alle Fälle Geld. Weil ihr wisst ja, über Geld spricht man nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich hab's nicht. So. So viel dazu. Oh, hier hat schon einer tolle Pirouetten gedreht. Hier haben sie ihre Wheelies gemacht. Wir werden aber kein Wheelie machen. Wir werden jetzt bloß eine Drehung machen. Und uns in der Hoffnung ordentlich positionieren. Die Schalluppe ausmachen. Da sehe ich auch ein Helikopter, was mich auf eine Idee bringt. Wir werden mal wieder Helikopter fliegen. Na, dann wissen wir ja schon, was das nächste Let's Play werden könnte. Hab ja noch ein paar Flughäfen in petto, dass wir den nächsten dann wieder mal mit einem Helikopter erkunden. Ein Helikopterflug hatten wir in den Niagara-Fällen. Das war ja ein kleiner Reinfall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mal gucken, ich werde mir das nochmal genauer angucken. Vielleicht finde ich auch noch eine Lösung, dass wir die Niagara-Fälle noch ein wenig besser hinbekommen.
Und würde vorschlagen, in diesem Sinne sagt euer Egon erst einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns sicherlich in einem weiteren Let's Play, was die Tage folgen wird. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen zauberhaften Tag oder Abend oder Morgen, Nacht, wie auch immer. Und wir sehen uns später wieder. Bis dann, tschüss und bye bye. Euer Egon.